Schön, dass ihr eingeschaltet habt und schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge und einer neuen Episode von dem, was wir hier bei Backspin so machen. Und ich merke schon, wie ich an meiner Anmoderation so ein kleines bisschen rumdoktere, weil ich sonst immer jetzt ein schnelles Backspin FM und Sprechstunde und rausballer. Aber das ist ja diesmal nicht, denn wir sind im Backspin-Kosmos und es gibt ein Format, das wir uns überlegt haben mit meinen beiden netten Freunden an meiner Seite hier heute, das heute die erste Folge, quasi die erste offizielle Geburt hat. Und deshalb erstmal hallo Dan, schön, dass du da bist. Schönen guten Tag. Base, schön, dass auch du es geschafft hast. Ich freue mich auch, dass du da bist heute. Als Nico. Ja, ich kriege nachher noch bestimmt hier noch genug Kontroverse ab. Aber vor allen Dingen als vollwertiges Mitglied dieser Runde, nachdem du in den letzten Jahren bei der Sprechstunde oder in den letzten Monaten bei der Sprechstunde immer so als Gast dabei gewesen bist, haben wir uns ja überlegt, um kurz noch ein bisschen die Einführung zu machen. Sprechstunde war immer etwas, wo wir drei Themen mitgebracht haben, über die wir dann gemeinsam diskutieren. Das Ganze ist dann aber, wenn ich ein Hip-Hop-Thema mitbringe, von euch manchmal so weit entfernt wie der Nordpol vom Südpol. Und deshalb haben wir uns gedacht, ist es vielleicht sinnvoller, wenn ihr einfach die Themen mitbringt, da ihr ja nun mal von eurem Standpunkt mit euren Hip-Hop-Werten, mit der Grundlage, mit der ihr auf Hip-Hop guckt, vielleicht ganz gut ist, wenn wir diesen Leuchtturm, in dem ihr da sitzt, mal ein bisschen mehr zur Geltung bringen und ihr mal ein bisschen Senf zu dem geben dürft und könnt, was da draußen so passiert. Ja, es war immer ein interessantes Ding. Du mit deinen neuen Themen, du mit deinen. Ist ja einfach so, ne? Ja, ist ja aber einfach auch immer so gewesen. Aber die Combo war immer mega interessant, ne? Dieses neu versus alt und im Grunde genommen ist das so eine Art Weiterentwicklung gewesen. Wir haben jetzt halt aus der Sprechstunde einfach ein noch prägnanteres Format gemacht, was noch mehr den Nagel auf den Kopf trifft. Ja, genau, vor allem für das, wofür ihr steht, oder? Würde ich sagen, sind immer schöne Kontroversen, ne? Liebe und Hass, Love and Hate. So heißt das Format. So heißt das Format, so haben wir es genannt. Ich denke mal, das trifft den Nagel auf den Kopf. Ja, weil ihr hasst ja genau das, was ihr auch liebt eigentlich immer so, ne? Also das heißt eng beieinander, also ne, ja. Wie... Ja. Liebe und Hass, ohne Liebe und Hass geht es nicht. Beides zusammen, Yin und Yang irgendwie. Und deswegen wird es in diesem Format dann jetzt darum gehen, dass zwei Jungs, die Hip-Hop-Sozialisierung in den späten 80ern erlebt haben, auf das Heute und Hier und Jetzt gucken und ich dann mich daneben stelle und versuche entweder mit Schutzschild, kennt ihr dieses, wie hieß das früher, dieses Spiel mit diesem, wie hieß denn der, Karate-Tiger, so wo du dann immer mit diesen komischen Figuren... Ah, ja, ja, International Karate. International Karate, wo man immer mit so einem Schutzschild gestanden hat und versucht hat, irgendwie die Bomben abzuwehren. So stehe ich da und versuche euren Hass... Drückst auf den Controller, drückst immer genau. Taste D. Also. Genau, nee, auf Hip-Hop abzuwenden. Früher gab es nur einen Joystick mit einem Knopf. Ja. Oder ich lasse ihn halt einfach durch, weil ihr recht habt. Und das wird gleich spannend. Also erstes Thema von dir. Ich glaube, Base, du bist dran. Ne? Was hast du mitgebracht? Base bringt das erste Thema. Ja, überraschende Props heißt das Thema. Reeperbahn Festival war vor kurzem in Hamburg. Viele Acts, Independent, Major Acts, haben sich da zusammengefunden über mehrere Tage. Sehr schön übrigens auch. Backspin-Abend gab es. Ich habe Panels moderiert. Also war auch sehr Hip-Hop-lastig. Ja, ich hatte da mal nur mal kurz im Vorweg, ich hatte mich mal selber schlau gemacht. Ich glaube, 422 Acts, wenn ich mich nicht verzählt habe, auf der Homepage. Davon waren 27 Rap-Acts, 14 Genres. Jedes Genre hätte dann sozusagen 7 irgendwas Prozent, nur mal so mathematisch hier so dargestellt. Ah. Und Rap hatte tatsächlich auch 6,5 oder so Prozent. Ich muss lügen, habe ich irgendwie ausgerechnet. Das war schon sehr homogen verteilt, wenn man jedem Genre gleich viel Platz gegeben hat. Ja. Also vielleicht im Verhältnis zu dem Rap-Hype, der ja trotzdem auch bei den Majors herrscht, so eine Vorherrschaft teilweise hat, so ein bisschen alles, was irgendwie Rap-affin ist, war es fast schon wenig im Verhältnis. Mhm. Aber es war cool. Ich denke, es ist cool. Aber zurück zum Thema. Was hat der Herbie denn gesagt? Back to topic, Alter. Na, überraschende Props. Herbert Grönemeyer hat der Hip-Hop-Szene Props gegeben, dafür, dass sie über Jahre und immer wieder die Politik mit ins Spiel bringen und auch ihre politische, der Hip-Hop, die Hip-Hop-Musik ihre politische Meinung rüberbringt in ihren Tracks, was in der normalen Musiklandschaft immer mehr verschwindet. Da hebe ich doch mal die Faust hoch und sage mal, ne? Was auch immer. Fight the Power. Ist ja, würde ich sagen, heutzutage schon auch gerade beim ersten Blick auf Hip-Hop ein bisschen schwierig, weil da gehörst du deinen Bass ja auch immer zu den Ersten, die rumpöbeln, dass es immer nur noch Straßenhüpfer gibt, die keine Meinung haben. Aber es ist zum Glück so differenziert und so breit gefächert, dass es halt dann, und das war so ein schöner Punkt, den ich im letzten Savage Sido-Interview hatte,
man früher davon gesprochen hat, dass man 400 Leute in der Halle gekriegt hat. Das war der harte Kern und die 5000, er hat sie MC-User genannt, das war der Kern. Heute redet man von 500.000 Menschen, die sich mit Hip-Hop vielleicht als aktiver Konsumer vielleicht auch wirklich beschäftigen. Und das ist nun mal so, so muss man es nun einmal betrachten. Und das wiederum bringt im Kern dann die Hip-Hop-Szene so breit auseinander, dass ich finde, es heute unheimlich viele politische Bands gibt, die auch teilweise sehr groß und sehr erfolgreich sind, nur halt neben den ganz großen Acts wie Kollege und so vielleicht gar nicht stattfinden. Und deswegen ist es schön, dass er es sieht. Ich denke mal, ja, denke schon. Also es ist auch mal, es ist, glaube ich, auch schwierig zu differenzieren, wo genau der Kern in der Sache liegt, dass der eine da mehr wissen, was sagen möchte in der Richtung oder nicht. Es gibt auch im Sport immer die Sache, so Sport und Politik zum Beispiel haben nichts, hat nichts miteinander zu tun, da sollte man versuchen zu trennen. Ist Entertainment auch auf eine Art und Weise, für ist es ähnlich bei der Musik auch, das Entertainment, da sollte nicht zu viel Politik reinmischen, damit das Entertainment nicht drunter leidet. Ich finde es im Rap auch teilweise schade, dass die Hard-Entertainer, gerade die Major-gehypten Sachen, das, da fehlt mir dann auch so ein bisschen die politische Linie, wie man sie eher in der Indie-Szene findet, meiner Meinung nach. Ich glaube, das hält sich so ein bisschen die Waage. Also für mein Eindruck, also ich denke schon, dass es eher in der Indie-Szene mehr politisch aktivere Rapper gibt, als jetzt im Mainstream-Fokus. Das ist aber mal ein bisschen gefährlich für viele Major-Artists, diverse Themen anzusprechen und da halt, keine Ahnung, eine Single zu machen oder das auf ein Album zu packen. Aber ich glaube, dass die Leute heutzutage oder die Konsumenten bereit wären, das so aufzunehmen. Also ich glaube, die ganzen Major-Labels würden sich vielleicht ein bisschen zu viel Sorgen darum machen, dass es vielleicht den Leuten irgendwie in den falschen Hals gerät. Aber ich für meiner Meinung nach denke, dass die Leute so weit sind, dass politische Themen auch im Mainstream erfolgreich sein können, in Anführungsstrichen. Ich glaube gar nicht, dass die Major-Labels oder Labels da gar nicht so das Problem sind, weil da haben sich die Mächte insofern ein kleines bisschen verschoben, als dass ein Künstler, wenn er stark ist und wenn er für etwas steht, dass er dann auch die Freiheit hat, das zu machen, was er möchte. Das hat Rap in den letzten Jahren schon hart erarbeitet. Die Props von Grönemeyer nehme ich auch gerne direkt an, also weil mit dem Straßenwahlformat, das ja dann ja wahrscheinlich doch jeder da draußen einmal mitgekriegt hat, habe ich ja schon auch so eine Hip-Hop-Reise durch die Politik gemacht und umgekehrt und habe schon gemerkt, dass es auf der anderen Seite aber auch schwierig war, die Künstler davon zu überzeugen, weil sie eben Politik als ein schwierigeres Feld aufnehmen, in dem es nicht so leicht ist, seine Meinung fundiert darzustellen. Und das wiederum dazu führt, dass sie sich nicht gerne die Finger verbrennen und am Ende dann politisch nur Gruppen erfolgreich sind und auch für Statements stehen, wie KIZ, wie Antilopengang, wie Zugezogen Maskulin, die halt nicht direkt mit der Parole kommen, sondern immer so ein bisschen subversiv von hinten. Ja. Ja, es ist halt immer, ist ein schwieriger Grat, ne? Entweder bist du zu hart politisch, dann wirst du eh fallen gelassen, weil das dann zu harter Tobak ist. Genau, dann oder bist du bei Holger Börner. Oder ja, so. Oder du kommst so trottelig rüber, so mit nicht fundiertem Wissen. So, ich meine, wie viele Politikwissenschaftler gibt es? Muss es auch keiner sein, aber jeder hat irgendwie so eine politische Meinung, das ist cool. Ist nicht leicht, glaube ich. Aber Herbert hat recht. Es muss irgendwie trotzdem eine Message in der Richtung immer wieder irgendwie mit in die Texte gebracht werden. Ist auch einfach ein geiler Dude, period. Na, wie sagt er noch Guru in dem einen Track? Hat er über Herbert Grönemeyer gerappt? Nee, Rap. Ich muss das noch hier bei. Ja, ist das so eine Scheiße. Ich suche das mal eben raus. Mir fällt das nur gar nicht ein. Das passt gerade voll perfekt dazu. Okay, damit kannst du dann die Überleitung zum nächsten Thema machen. Wir hören jetzt. Wir hören. Ey, Public Enemy, ne? Politisch orientiert. Immer wieder eine Message raushauen, was das angeht. Bring the Noise von Public Enemy. Oh, Bass, how low can you go? Ja, obwohl das ja auch politisch, aber das wäre jetzt ein anderes Fass. Sich mal über Politik und Public Enemy zu unterhalten, könnte auch interessant sein. Egal, machen wir nicht. Ich habe Bock auf Mucke. Auf geht's. Mehr Hits, Baby. Hab vor lauter Aufregung vergessen, das Mikrofon in die Hand zu nehmen. Wir sind immer noch bei Love and Hate, dem wunderbaren Format, yeah. Podcast, was auch immer, der diesen beiden guten Menschen an meiner Seite, mein Name Nico, und 12 Finger Dan, den Raum und die Möglichkeit gibt, mal aus ihrem Blickwinkel auf Hip-Hop zu gucken. Und eben haben wir Props von Bass mitgenommen. Props von Herbert Grönemeyer haben wir bekommen. Die Hip-Hop-Szene bekommen. Die haben wir mit Public Enemy gefeiert. Genau, und mir ist noch das Zitat eingefallen von Gangsta. Ja. It's the message in the song that makes you rock on. Wo wir gerade beim Thema waren, Rap muss immer eine Message haben. Ja, wenn Rap eine Message haben muss, ne, dann gehören dazu ja auch so Formate, in denen gebattelt wird. Boom, bester Übergang. Props, 1+, genau. Was mein Thema, Red Bull Soundclash.
Unglaublich. Passt wunderbar rein zu unserem beliebten Die alten Säcke dissen die neuen und andersrum. Als ob die euch zugehört hätten, ja. Wir können doch direkt das ganze Format dissen auch, oder? Ja, eigentlich ja. Ja, legt mal los, was habt ihr für Meinung? Also es gibt eine Veranstaltung, da tritt eine Gruppe von neuen Rappern, also aus der neuen Generation auf. Das sind, ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche, Craig Ignaz. Al Gooney und den dritten habe ich gerade vergessen. Sufjan. Ja, dankeschön. Treten an in einem freundschaftlichen Track Battle. Die haben das schon per Video so ein bisschen ausgetragen. Und auf deiner Seite Echo mit Afrop und Sammy. Und in dem Song kommt jetzt auch noch Onyx vor, aber Onyx ist natürlich nicht mit beim Battle. Aber die haben sich gegenübergestellt und mal einfach gezeigt, was sie für Cojones haben. Und da gibt es jetzt eine ganze Veranstaltung. Ich weiß nicht genau, was an dem Abend passiert wird. Vielleicht hast du da mehr Infos? Ja, ich kann ja schon mal, der Soundclash, den gibt es jetzt zum dritten Mal, glaube ich. Angefangen hat es mit KIZ gegen Kraftklub. Die dann, es ist im Prinzip so ein Live-Battle. Mhm. Also je nachdem, wie die Künstler das machen, auf der Bühne schon ihre Tracks performen, aber immer was Besonderes draus machen. Es gibt verschiedene Kategorien, in denen battelt man sich. Ja. Am Ende gibt es auch keinen offiziellen Gewinner. Aber du kannst dann mit geheimen Feature-Gästen oder mit einer Cover-Version oder so, versuchst du halt den Gegner anzugreifen und zu fronten und so halt so einen Battle-Charakter rauszuarbeiten. Ja, das ist dann vielleicht auch, ich finde es irgendwie cool zu sehen, wie da mit so einer alten Hasen, aber wie so eine Generation damals, so eine Generation heute damit umgehen, sich da auch irgendwie was einfallen zu lassen, ist bestimmt interessant. Es wird vor allen Dingen, wenn man überlegt, nach all dem, worüber wir immer gesprochen haben, ist ja offensichtlich da so ein bisschen schwillt, dass dieses zwei Generationen in Hip-Hop gerade aktiv sind und die sich so ein kleines bisschen auch reiben. Letztes Mal waren Sido und Haftbefehl, da hat es nicht so richtig funktioniert, weil die zu weit auseinander entfernt waren. Dieses Mal haben sie sich ja wirklich ein Thema überlegt, wenn du auf der einen Seite Samy Deluxe, Echo Fresh und Afrop setzt und dann auf der anderen Seite mit der These kommst, die alten Hasen interessiert sich keine Sau mehr für, dann lass sie mal live. Mal zeigen die anderen, was sie so können. So. Ja, und eigentlich haben sie es ja auch noch auf jeden Fall drauf. Also wenn man die immer noch live sieht, dann weiß man, dass die auf jeden Fall noch gut einen abbrennen können. Und ich bin auf dieses Thema auch eher so ein bisschen zufällig gestoßen, weil ich halt diesen Song gesehen habe oder beziehungsweise gehört habe. Und als großer Onyx-Fan habe ich gehofft, ja komm, tu es. Tu es, sei doch einfach dope. Und der Track ist auf jeden Fall sehr, sehr dope geworden. Auch das Video, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt. Oder ja, ich hab mir gedacht, dass dir das gefällt. Richtig geil, also feiere ich auf jeden Fall ab und dachte ich mir, bringe ich heute als Thema mit rein, weil das ist so ein richtiges Love-Thema. Und auch ein bisschen Hate, weil ja, die andere Crew, ich habe mir den Song auch angehört, aber das ist halt auch eher so moderner Trap-Kram, also eher auch sehr austauschbar. Und ich finde die Nummer von Sammy, Echo und Afro und Onyx ist einfach, ja, hat so ein schon alleiniges Merkmal, was, denke ich mal, auch den jüngeren Leuten sehr gefallen dürfte. Aber wenn man dann nerdmäßig an die Sache rangehen würde, ne, ich sitze ja nicht umsonst hier in der Runde, ich sehe es teilweise ein bisschen zwiespältig. Jetzt bin ich gespannt. Weil von den alten Hasen sind ja immerhin zwei dabei, die sich nicht gerade wenig auch mit der moderneren Musikvariante auseinandergesetzt haben. Also Samy Deluxe ist zwar ein Vertreter der alten Schule, aber trotzdem deckt er auch das gesamte neue Spektrum ab, genauso wo ja, Echo vielleicht hält sich da kriege ich fast mehr Props an Echo, weil der nicht so die ganzen harten, freshen Sound gar nicht so vertritt. Aber Samy, wieso Props dafür geben, dass jemand sich nicht mit frischen, neuen Sachen auseinandersetzt? Also, ja, ich als Vertreter ist, der alten Schule. Mann, ey, Alter. Ja, man kann es auch nicht immer so nur, oh, guck mal, der macht nur die alten Scheiß, der ist cooler als der andere. Darum geht es in diesem Punkt in meinen Augen gar nicht. Aber ein anderes ist ja ein Live-Konzert. Genau. So, denkt ihr, das ist darum da richtig, geht's. Ist ja ein Entertainment-Faktor. So. Ey, ganz ehrlich, mal Real Talk, da seid ihr nicht mehr aus dem Fenster, dann stehe ich an eurer Seite. No Front gegen Craig Ignaz, Al Gooney und Sufjan. Aber da stehen einfach mal, lass uns umschlagen, 60 Jahre Bühnenerfahrung auf der anderen Seite gegen drei Typen, die alle sicherlich im Moment aus der jungen Generation so ein bisschen ihren Hype haben oder Fanbase oder so, die zusammen noch nicht mal 60 Auftritte gehabt haben in ihrem Leben. Also ich überspitze jetzt ein bisschen. Wie soll das live funktionieren? Die werden sie zerfleischen. Ich kann mir ganz gut vorstellen, das sind so die Newcomer Bonus vielleicht auch. Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass die Newbies, kommt drauf an, was für Kids da aufschlagen werden als in der Audience, dass das auch ein guter Battle so unter den Zuschauern, also
ist. Zusammen. Ich bin gespannt, weil es kann ja auch schwierig sein. So, wen lockt man jetzt in die Alsterdorfer Sporthalle? Glaube ich, passen 8.000, 9.000 Leute. 7.000. Wenn die wirklich voll wird, was ich auch glaube, das wird auch so ein Audience-Clash. So. Insgesamt vor allen Dingen, weil wer kommt, warum? Also live werden die anderen abreißen, aber wenn das Publikum die gar nicht kennt, ich meine, das hat Sammy glücklicherweise Heimspiel, sei mal sicher, dass der Laden der Endzwanziger voll sein wird, die alle für Sammy da sind und für Afrop und Echo. Können so wie ein Fußballspiel sein, was wäre so die Buhrufe wie aus der Nordkurve? Aber wenn man sich dann mal junge Künstler und junge Konzerte anguckt, dann ist da eine gewisse Ignoranz auch auf der Bühne damit drin, die gar nicht mehr so auf diese Grundelemente achten, trotzdem aber da einen ziemlich großen Mindstate draus gemacht haben. Das wird interessant. Trotzdem ist halt Entertainment. Ich meine, es ist Red Bull, die sind dafür bekannt, viel Geld für Entertainment rauszukloppen, auch für skurrile Entertainment-Geschichten. Wollt ihr hingehen? Hast Karten? Tschüss, ich muss mal gucken. Hintertür aufmachen. Ja, sonst Hintertür. Aber würdet ihr euch das freiwillig angucken? Ja, ich würde mir das angucken. Also ich weiß nicht, ob ich dafür Geld ausgebe. Ich habe die Videos gesehen und alles. Ich finde es irgendwie interessant. Ja, ist jetzt nicht, was mich jetzt da so magnetisch hinzieht. Aber so, ja, warum nicht? Ja, ich hätte mir nur, für mich persönlich, hätte ich mir den Song von der jungen Generation etwas ein bisschen alternativer, kann man das vielleicht sagen, gewünscht. Weil das war einfach zu sehr vom Beat her auch einfach zu sehr nur nach 15, finde ich. Also austauschbar. Für mich persönlich. Also die Fans haben das Ding gefeiert. Ja, okay, aber vielleicht, keine Ahnung, irgendwas anderes. Werden sie auch mal eine andere Snare nehmen sollen? Das geht ja nicht. Also in dem Genre geht ja nur eine. Ich glaube, das wird auch das Problem an dem Abend. Weil da einfach zwei Welten aufeinander klatschen. Also es wird spannend. Ja. Ich werde da sein, ich glaube, ich werde sogar irgendwas. Aber vielleicht können die ja ein paar Leute bekehren oder denen sagen, ey geil, guck mal, so haben die früher gerappt, ist ja geil, jetzt zieh ich mir jetzt mal rein. Schlägereien wird es nicht geben, also kein Heavy Messerschießerei, mal gucken, man weiß nicht. Ist auf jeden Fall ein interessantes Format, wie Nico immer so gerne zu sagen pflegt. Interessantes Format. Und jetzt kommt auch immer ein interessanter Song. Ist auch einfach ein interessantes Format. Welchen Song hören wir denn fürs interessante Format? Ja, Slam wieder natürlich. Ne? Also, Slam. Bis gleich. Ab geht's. Mehr Hits, Baby. Oh, schon wieder das Mikrofon zur Seite gelegt, weil ich hier noch ein bisschen am Arbeiten war nebenbei, während ich diesen wunderbaren Song gehört habe. Und zwar Slam. Slam wieder. Slam wieder, genau. Echo Fresh, Sammy Deluxe, Afrop. Einleitung. Und Onyx, genau, Einleitung zum Soundclash, der, glaube ich, Ende Dezember in Hamburg stattfinden wird. Und der dann auf jeden Fall ein Clash der Generationen wird, inhaltlich. Genau wie das, was der gute Bass bei seinem nächsten Thema sich ausgesucht hat. Auf der Bühne wie vor der Bühne, glaube ich, ne? Hatten wir vorhin schon gesagt. Ja, genau. Ich bin mal gespannt, was jetzt hier so abgeht gleich. Aber Bass, erzähl doch mal, wenn du so im Internet surfst nach neuen Pop-News. Genau. Ich hab ja mal. Mach mal so. Also dazu ganz kurz: Es gibt immer so eine vorredaktionelle Runde und dann springen die ihre Themen mit und dann schreiben sie natürlich was dazu. Und vorredaktionelle Runde? Das ist Freestyle, ja. Ja, das ist vorredaktionelle Runde. Und, erzähl mal, lies mal vor, was du geschrieben hast. Ich soll das jetzt vor. Okay, der Titel ist das Ganze. Da geht's schon los. Ich bin echt nervös. Ich habe Angst, dass Nico mich gleich schlägt. Nee, das nicht, aber ich argumentiere dich in Grund und Boden. Du ärgerst dich, das ist gut so. Es geht um Support. Support-Fehlanzeige ist das Thema. Und ich war so ein bisschen im Internet hin und her, ne? Long story short. Wenn ich so die Seite von Rap.de aufmache, so wie gestern, springt mir so Kro und Kasper als erstes ins Gesicht. Wenn ich Hip-Hop.de aufmache, sind es Flair, Bushido, K1. Ne, bei dir, Nico, Backspin, sieht das oftmals auch nicht anders aus. So, das sind so die Sachen, die irgendwie gehypt werden gerade. Alter Schwede. Also worauf ich eigentlich hinaus will, lass mich mal reden. Ja, red mal weiter. Du redest dich gerade um Kopf und Kragen. Nein, um Kopf und Kragen gar nicht. Wir sind ja bei Rapmusik. Ich bin ja eigentlich ein Vertreter von der ganzen Hip-Hop-Geschichte. Aber wenn ich das so mit Hip-Hop vergleiche, was für Releases? Es geht gerade nicht um Real oder Unreal. Oh, es geht um Releases. Es geht um Sachen, die auf den Markt kommen, auf den Markt geschwemmt werden, auf welchem Level auch immer. Da fehlt mir so ein bisschen der Support von vielen Indie-Kram, der richtig, richtig, richtig gut ist. Wo man sagt so, wenn es schon Hip-Hop-Rap-Journalismus gibt und online das irgendwie gepusht wird, fehlt mir persönlich das ganze Thema, das ganze Rap-Thema irgendwie seinen Platz findet. Nico, erzähl, komm. Mach du das mal, bevor ich hier anfange. Du willst alle aus der Schusslinie raus. Weißt du, was daran das Problem ist? Da gibt es drei Punkte, die daran das Problem sind. Punkt 1. Und das ist keine Entschuldigung für alles.
Aber wie zur Hölle glaubt ihr eigentlich, dass sich Journalismus finanziert? Das ist der erste verdammte Punkt. Und da geht's mir nicht darum, dass es rechtfertigen soll, warum jetzt das und das Thema gemacht wird, sondern erstmal die grundsätzliche Frage. Da setzen sich irgendwelche Indie-Typen do hin, die auch eventuell es studiert haben oder auch nicht, aber ja, damit erstmal keinen Cent Geld verdienen und fangen an, über Hip-Hop zu schreiben. Und dann wird die ganze Zeit darüber gemotzt, wie sie drüber schreiben. Natürlich kannst du bei bestimmten Formaten, wenn es reines Clickbaiting wird, wenn nur noch eine halbe Zeile zu einem Tweet und sowas alles, dann ist es klar, dass das natürlich nicht cool ist und dass da mehr Geldmacherei drin steckt als bei anderen. Aber je weiter man in den Kern geht oder inhaltlich zu anderen Formaten, ist da trotzdem immer auch ein Anspruch darin, die Hip-Hop-Szene aktuell abzubilden. Meine Frage... Ja, mach sie Frage, dann mache ich weiter. Okay, meine Frage zu dem ganzen Thema wäre... Das Support, das hast du eben gesagt, ne? Du als Vertreter, sag ich mal, des Hip-Hop-Journalismus, lohnt es sich nicht, über Indie-Kram zu schreiben, inhaltlich und monetär, beides betrachtet? Wir schreiben darüber. Das ist das Ding. Das geht mir so auf die Eier, wirklich. Weil es wird immer gesagt, die Themen werden nicht bearbeitet, weil es gibt keine, wir machen keine, weil es bei YouTube gibt es ja kein Video. Dicker, wollen wir mal darüber reden, was eine Produktion eines Interviews kostet? Einfach das. Und das bei 250 Themen da draußen, jedes Jahr, 300, 400 Themen da draußen, das kannst du nicht alles machen. Das heißt, wir müssen inhaltlich differenzieren. Und das machen wir. Und natürlich spreche ich nicht für alle. Hiphop.de hat einen anderen Ansatz als Rap.de, als Rap Update, als die Juice, als All Good, als Backspin. Aber ich kann immer nur den Backspin-Raum verteidigen und ich kriege alle Themen auf den Tisch, über die wir reden. Und natürlich ist es immer abhängig davon, welche Redakteure wir haben. Aber es ist mir so wichtig und ich halte jedes Mal auch die Hand darüber, dass Themen, auch wenn meine Redaktion den Indie-Rapper XY nicht kennt oder den Oldschooler nicht kennt oder das Newcomer, Realkeeper-Themen, was auch immer, irgendwie die nicht kennt, trotzdem gemacht wird, in dem Rahmen der Möglichkeiten, die wir haben. Dass das bedeutet, dass es nicht jedes Mal eine komplette Videoproduktion mit 5 Kameras und allem drum und drum gibt, sondern vielleicht auch einfach ein Interview auf der Website oder ein Format, okay, da können wir gerne drüber diskutieren. Aber, nee, mir, geht's ja, also aber mir vorwerfen oder uns in irgendeinem Rahmen vorwerfen, dass wir nicht über Indie-Themen berichten, ist echt Quatsch. Nee, das habe ich gar nicht gesagt. Doch, das hast du gesagt. Du fängst an mit hiphop.de sieht so und so aus, rap.de sieht so und bei euch ist das auch nicht anders. Nee, was mir... Das geht mir auf die Eier, weil wir reden gerade über T9 zum Beispiel. Dos 9 und hier sein DJ-Partner da. T9 ist also eine Sprache. Ja, genau. Guck mal, da geht's schon los, Dicker. Du hast keine Ahnung und pöbelst darüber, dass wir die Themen nicht bearbeiten. Das ist Indie-Rap vom Feinsten. Ich habe nicht gesagt, dass es um die Themen nicht bearbeitet werden. Was mir so ein bisschen fehlt, ist, dass du hast nichts anderes gesagt. Pass auf, ich mache die Homepage auf, eine Startseite auf und dann springt... Wir bleiben mal bei hiphop.de oder wir bleiben bei rap.de, da war es mir groß. Nee, mach bei Backspin. Das ist ja, wenn's hier genauso gar kein Beispiel. Ja, das ist ja das Problem. Ich habe bei rap.de und hiphop.de schon die Schnauze voll gehabt, weil mir fehlte so ein bisschen. Da kommen neue. Wie er sich selber hier auseinanderhebt. Pass auf, da kommen neue Releases auf den Markt. Ja. Ob das nun gehypte Major-Sachen sind, wie auch immer. Und Indie-Releases kommen alle gleichzeitig auf den Markt. Mir fehlt einfach so ein bisschen, dass die Seite an Seite stehen. Von der qualitativen Perspektive her. Ja, da hast du aber recht. Das bestreite ich ja überhaupt gar nicht. Ja, warum stellt man die nicht so Schulter an Schulter irgendwie auch auf die Seiten zur Schau? Machen wir. Das ist aber auch der Grund, warum die Zugriffszahlen auf unserer Website nicht nur ein kleinster Teil von dem sind, die Rap-Update haben. Und dann bin ich wieder bei der Frage, ey, was glaubt, soll man jetzt über 20 Indie-Themen reden, die alle 250 Vinyls verkaufen? Ihr wisst selber, was das bedeutet, was für ein Umsatz für die da drin steckt, die das alle nicht voll beruflich machen können, die aus Liebe das machen. Und die Forderung, dass gefälligst der Journalist ist, mit der genauen Liebe und ohne über seinen eigenen Kühlschrank nachzudenken, muss er jetzt auch diesen Job machen. Wenn er das nicht macht, dann hat er seinen Job verfehlt. Klar, das monetäre Ding spielt natürlich eine große Rolle. Und man braucht das Gleichgewicht. Aber die Musik, die da released wird, die wurde mit genauso viel Liebe gemacht, wie alle anderen von A bis Z auch machen. Deswegen, und deswegen, da sollte man das vielleicht auch so ein bisschen abdecken und dann aber neutral versuchen, das auf einem Level, meiner Meinung nach, auf einem gewissen gleichen Level auch
zur Schau zu stellen. Ja, das machen wir, aber das machen wir und das liegt mir wirklich am Herzen, das immer zu machen. Das Problem ist, ich mache Indie-Rapper XY und ich poste, dass die irgendeiner aus der Redaktion macht ein Interview. Dann posten wir das auf Facebook, 6 Likes. Interessiert ja, keine so, Sau. So darf man ja nicht rangehen. Ich weiß, nein, was du meinst. Nein. Ich nee, weiß. Das darf man ja nicht aus dem Grund nein, machen. Nein. Aber genau das meine ich doch. Man ja. macht es ja nicht, aber wir machen es genau. doch. Genau. Wir machen es doch. Ja. Und dann posten wir 187, hat einen neuen Song rausgebracht, 6000 Likes. Ja, das wir ist, machen ist aber richtig. Beides. Nur, weil die Leute da draußen halt den einen Post nicht sehen, sondern nur den anderen, wird immer vorgeworfen. Also ich rede jetzt nur vom Backspin gerade. Mhm. Deswegen, ihr macht ja immer nur das. Das geht mir so auf die Nerven. Ich will nicht für hiphop.de, für rap.de sprechen, die machen ihren eigenen Scheiß. Aber uns kann man das nicht vorwerfen. Ihr gehört genauso dazu. Ich glaube, das, was Bassmind ist, wenn er die Startseite aufmacht oder generell die News sich durchliest, dass da einfach vielleicht zu sehr der Überhang ist an aktuelleren Themen oder an, nicht an aktuellen Themen, aber an Major-Leuten und dass eher weniger die Independent-Leute, die ja nach wie vor ganz viel raushauen und jeden Tag, du kannst ja, ich meine, du kannst nicht jeden Independent-Künstler einen Raum geben, aber die Independent-Künstler kommen wohl seiner Meinung nach zu kurz und ich denke, das ist bei den anderen Seiten auch so. Endlich einer, der mich versteht. So, ich denke, das ist nur der Punkt, wenn du einfach ja, so aber das verstehe Overview ich doch, hast. Dass er das meint, aber es stimmt einfach so. Nicht. Guck dir die Themen bei uns auf der Seite an. Dann lassen wir dich beiseite. Mir ist es echt hart bei Hip-Hop.de und Rap.de aufgefallen und dachte ich so, mein, das ist nicht... Und da bin ich wieder bei meinem Eingangsplädoyer, dass du den Leuten halt irgendwie ihre Art, wie sie den Journalismus machen und wie sie ihn zu finanzieren haben, also da kannst du ja. anfangen zu diskutieren. Aber da bin ich wieder bei dem Punkt. Das, was du machst oder was ihr euch wünscht, theoretisch eine reine Seite nur über Indie-Rap oder nur nerdigen Kram. So. Nee, mir fehlt so die Neutralität. Ja, pass auf. Ich mache. Ach, die Neutralität, das ist Bullshit, ehrlich. Das gibt's nicht. Es ist immer irgendwo gibt es eine persönliche Note. Aber ich gehe jetzt an die Qualität. Ich gehe an Deepness, ich gehe an Nerdigkeit. All good. Ist wahrscheinlich redaktionell vom Team, was dahinter steckt, wahrscheinlich sogar die stärkste Seite, die es im Netz gibt. Die hören jetzt auf mit redaktionellem Content, weil sie es einfach nicht leisten können. Mhm. Die müssen jetzt über Crowdfunding ihre Podcasts finanzieren, damit sie irgendwie in der Lage sind, die redaktionelle Arbeit, die sie machen, machen zu können. Weil auch die irgendwann in ein Alter kommen, wo sie, ne, feed people. So. Das ist schwierig. Versteh mich nicht falsch. Ich bin deshalb hier ein bisschen hart auf Kontroverse zu meinem Bruder. Aber kein gegangen. Problem, eigentlich. Ich hab, also einfach nur, weil ich einfach mal krass die andere Position vertreten möchte. Ich verstehe das doch. Ich kriege diese Mails. Die kommen doch auch zu mir. Und sie schreiben mich an und ich versuche, jedem Raum zu geben. Deswegen sind wir ja bei Backspin FM ja auch so ein bisschen aufgestellt, wenn wir irgendwie ein Special machen oder ein Best-of von dem XY-Künstler, der sonst vielleicht gar keinen Raum kriegt, dann muss man natürlich das auch so ein bisschen mit einbeziehen. Ich glaube nicht, dass es andere Formate gibt, die im deutschsprachigen Raum so eine ähnliche Foundation haben, so wie wir das haben. Weil wo findest du eine Show, keine Ahnung, wo irgendein neuer Track von XY aus Boston Platz findet? In Deutschland, in der deutschen Radioshow. Aber ich weiß, was Space meint. Es ist wirklich so, wenn du alle Seiten aufmachst, dann denkst du, okay, der eine erschießt den, der eine hat ein neues Album, der eine hat ein neues Video und das ist, wiederholt sich. Natürlich findest du auch zwischendurch mal, ah, cool, da ist ein Review von der neuen Pete-Rock-Platte oder so. Aber generell denke ich, diese Wirkung, die du hast, wenn du einfach diese News, einfach nur die News durchliest. Generell dann wird so ein bisschen habe ich immer das Gefühl, so die Indie-Szene wird komplett fallen gelassen. Das ist einfach so ein Bauchgefühl. Was also so nicht, was, ja, komplett fallen lassen, das ist immer ein bisschen, ist so eine Ansichtssache. Aber natürlich kommt, ich denke, Bass hatte schon recht, dass die Indie-Geschichten einfach ein bisschen weniger Gewicht haben. Natürlich auch mit dem Hintergrund, weil sie halt nicht so bedeutsam sind. Für die ganze Zeit. Ja, bedeutet, da geht es nämlich schon los. Wann ist denn ein Thema, das sind Grundlagen des Journalismus, wir gehen breit, also genau. Wir können die anderen Themen schon knacken, insofern können wir ein bisschen dabei bleiben. Was ist denn die Grundlage von Journalismus? Wir reden nicht von Support, wir reden von Journalismus. Das ist das, was die meisten Leute auch immer falsch verstehen, auch Künstler, oh, ihr supportet uns nicht genug. Nein, es geht nicht um Support, es geht um Journalismus und auch wenn vielleicht es viele gibt, die diesen Job gar nicht richtig machen, ist es trotzdem immer ein Grundcredo, das vorherrschen sollte und dann geht es nicht darum, einfach jeden abzulichten, weil er es unbedingt auch mal seine 5 Sekunden Fame haben will, sondern es braucht auch eine gewisse Grundlage, sei es Relevanz oder Qualität. Und ja, aber dann wirkt ja wieder die alte Sache irgendwie, dass ein Mord besser ist, als wenn jemand, also so der Bad Boy zieht besser als der Nice Guy. Das, ja, natürlich zieht er mehr, aber das hat mit dem Thema nichts zu tun. Ja, naja, aber ich denke mal, wenn der Journalismus, wenn man über eine coole Sache schreiben will, findet sich in der Indie-Szene
echt, journalistisch gesehen, echt guter Stuff, über den man schreiben kann. Ja, natürlich, aber darüber schreiben wir doch auch. Alter Schwede, das geht mir so auf die Eier. Nur, es wird nicht wahrgenommen. Ja. Der eine 187-Post überstrahlt 20 andere Themen. Und der Typ, von dem ihr meint, der so cool ist, XYZ, der unbedingt geschrieben werden müssen, für den interessiert sich halt einfach keine Sau. Weil aber ist das ja, aber vielleicht genau das? Also ist das der Maßstab? Digga, das hat 2017 nichts mehr damit zu tun, dass er unten gehalten wird. Dieser ganze Bullshit, Alter. Miami Yassin, Musterbeispiel. Die reden nicht mit Medien, die haben nicht mit Medien geredet. Die haben nie irgendwann Fick darauf gegeben. 187 Straßenmann, genau das Gleiche. Millionen verdient. Und denen kannst du nicht Realness absprechen. Die haben einfach gemacht. Dieses Alibi heutzutage, dass man der Meinung ist, wenn die Medien nicht über einen berichten, dann wird man unten gehalten und so dieser Quatsch. Dicker, jeder, guck dir die Social Media Zahlen an. Jeder zweite Künstler hat mehr Social Media Impact als manche Medien. Ich hab mehr Follower als Musikexpress, laut.de und weiß ich nicht zusammen. So, das hat damit nicht mehr so viel zu tun. Entweder du machst coole Sachen und die Leute interessiert's, oder es interessiert sie nicht. Und wenn es sie nicht interessiert, dann ist es journalistisch ja an der einen Stelle auch schwierig. Wenn es trotzdem gut ist, muss man darüber berichten. Genau, aber mich würde noch interessieren, wie definierst du für dich den Journalismus, den du A machst und den du B feierst? Also, Journalismus feiert, also wieso berichtest du zum Beispiel über das neue Kev Brown Album, keine Ahnung, weil du das dann feierst oder weil du denkst... Ich hab bei Backspin ein klares Credo. Das ist nun mal ein Titel, den ich übernommen habe, der sehr, sehr hohes Gewicht hat und sehr viel, da schleppe ich auch sehr viel Altlast mit mir rum, wofür dieser Name gestanden hat. Und dem versuche ich bis heute gerecht zu werden, dadurch, dass wir es so breit wie möglich aufstellen. Es ist leider mittlerweile so, dass Graffiti-Themen mangels einer starken Redaktion dahinter ein bisschen schwieriger werden. Breakdance-Themen lagern sich immer weiter aus, weil es da auch immer weniger gibt. Aber dann bleiben wir erstmal im Rap-Thema selber. Versuche ich es so breit aufzustellen wie möglich. Und dass wir jedem Genre, jeder Ecke so ein bisschen auch mal Raum und Schein geben, damit wir diesem Anspruch von Backspin, den ich habe, einer breiten Berichterstattung und keinem Clickbaiting irgendwie Rechnung tragen. Das bedeutet aber auch wiederum, dass um den ganzen Apparat, dieses ganze Gesamtkonstrukt am Leben zu erhalten, musst du eine Balance finden zwischen Themen, die medienweit relevant sind. Und da geht es auch nicht jetzt um Clickbaiting. Es ist auch einfach inhaltlich interessant, sich mit Sido und Savage zu treffen oder mit der 187 Straßenbande. Dass das zufällig dann auch sehr viele Leute angucken, ist einfach der Zeitgeist gerade. Trotzdem, und das ist mein Beispiel, das ich jetzt für TV gerade geben kann, von meinen letzten 10 Interviews, die ich gemacht habe, ist unter anderem auch, mache ich als einziger ein Bericht über die Urbane. Und ich mache als einziger ein Video-Interview mit Captain Gibbs und Johnny Mauser. Und du machst auch ein einziger eine Radioshow mit uns. Genau. Ja, also, damit würde ich schon sagen. Das ist ja schon... Und Props an dich, Nico. Das ist ja schon exotisch, dann, wenn man es mit anderen Formaten. Dicker, ich weiß, wie viele Interviews auch bei anderen Leuten abgesagt werden, weil es nicht genug Reichweite gibt. Wie siehst du denn den Journalismus von den anderen Titeln, jetzt ohne mal irgendwie Namen zu nennen? Einfach nur aufgrund deiner Erfahrung, wenn du das immer wieder so ein bisschen vergleichst, weil ich denke, das wirst du ja auch irgendwie. Ich habe genug Erfahrung, bin auch nicht nur als Journalist, sondern auch Medienmogul, technisch 20 Jahre in Business. Ich weiß, warum Rap Update die Sachen macht, wie sie macht. Und ich weiß, warum Hip-Hop.de die Sachen macht, wie sie macht. Und ich weiß auch, was Rap.de vorhat. Das versteht man, das sieht man alles. Und wenn es die Möglichkeit gibt, eine Querfinanzierung darüber zu schaffen, dann ist es super. Du musst, wenn du Journalismus machen willst, dann machst du es entweder aus Jux und Dollerei, aus Spaß, dann hast du deinen Blog und dann ist es auch egal, wer das liest und wie viele das lesen. Wenn du eine Relevanz schaffen willst, dann brauchst du Qualität und natürlich Themen, die Leute interessieren. Und dann musst du halt ein vages Spiel schaffen, wie viel Schein gibst du den einen Themen und wie viel gibst du den anderen Themen. Und dann kommt das bei raus. Das ist das, was mich persönlich stört, weil für mich hat Hip-Hop nichts, also der Urgedanke, Realness, bla bla bla, da sind wir wieder bei den monetären Geschichten. Ja, aber guck mal, die Alternative wäre halt... Alternative ist, pleite zu gehen. Alternative ist, das gibt halt einfach nicht. Wenn du willst, dass alle nur noch über Boomweb-Produzenten aus Erkenschwick berichten, ja, mach, dann mach einen Blog und dann hört auf. Ich finde es ja generell, wäre es am besten, wenn man einfach wenn man die Balance so gut wie möglich halten kann. Und wenn du sagst, Nico,
dass du dafür alles machst und ich weiß, dass du auch viel machst und ich weiß auch, dass du auch viel Knowledge hast, weil du ja auch so ein alter Sack bist. Das ist ja schon mal dein Bonus, den du hast. Ne, wenn du jetzt einen jungen, talentierten Journalisten hast, der jetzt vielleicht nicht irgendwie in den 90s alles oder in den 80er alles mitbekommen hat, dann ist das natürlich schon cool, wenn du das dann aber trotzdem versuchst, halt weiter am Leben zu halten. Aber ich glaube, Bass meint, das sieht man nur nicht genug. Man sieht es nur nicht genug, wenn man auf backspin.de oder auf allen anderen Seiten geht. Dieser Eindruck ist nicht wirklich da, dass man sieht, ah, okay, krass, der Typ, ja, alles klar, Keros One hat neue Single, boom, alles klar, 187 ist gerade auf Platin gegangen. Ich finde nicht, und ich bin da immer noch ein bisschen bei Bass und ich weiß auch, was du kannst. Ich weiß auch, du bist für mich der allerderbste Journalist überhaupt. Hör auf. Doch, wirklich, habe ich dir schon vor 100 Millionen Jahren gesagt. Ich bin trotzdem eher bei Bass, dass es trotzdem dieses Gleichgewicht nicht vorherrscht. Auch wenn ich selber mal Sachen poste. Okay, Bass, Hausaufgabe für nächste Woche. Guck dir mal die 100 an einem Punkt. Guck dir mal die 100 letzten Posts an. Genau, das ist die Hausaufgabe für nächstes Mal. Und dann mach mal bitte. Ich würde ja verschiedene Formate. Und mach mal einen Vergleich zu dem, was du bei den anderen findest. Nee, ich würde alle drei Formate in einen Topf schmeißen. Dass wir nicht die Breite. Hey, wir reden von Hip-Hop, wir reden von Diversität, wir reden von Open-Minded und du, alter Hip-Hop-Veteran, schmeiß einfach mal alle Hip-Hop-Formate in einen Sack, Knüppel drauf, triffst eh immer den richtigen. Das ist ein Hip-Hop-Format. Dicker, was ist das für Bullshit hier? Ich denke schon, dass die Backspin auf jeden Fall, was Hip-Hop ganzheitlich angeht, nicht nur Rap-Musik, die ganze Kultur einfach ganz weit vorne ist. Also die Qualität. Das ist ja aber auch der Grund, warum wir nicht so groß sind wie zum Beispiel Rap-Update. Weil wir nicht diese Jagd nach. Ey, wenn du mal siehst, was Kollegen machen, like dieses Bild, wenn du auch so fühlst. Markiere einen, der das auch so findet. Krass, Tupac, Biggie, bam. Was sagst du? Bam. Wir machen auch mal so kleine Spielchen, aber dann ist es redaktionell. Choices. Welches Album ist das coolste für dich? Aber nicht. Genau, du hast $5 und stell dir deinen, weißt du, diese... Ich weiß auch, warum dieser Eindruck bei Bass und bei mir so vorherrscht, weil wir die Backspin immer noch wie 1994 vergleichen. Ja! Da machst du das Mac auf und dann ist jede Seite ist halt Hip-Hop. Okay, vielleicht 3-4 Anzeigen, um das Ganze zu finanzieren, aber selbst da war Hip-Hop. Ja, aber ich denk ja nicht an die alten Sachen, die alte Zeit war nur... Wir sind 2017 und wir haben geile Musik. Ja. In der Indie-Szene und auch in der... Komm, Bass, wir machen Hip-Hop draus. Werd proaktiv. Du führst ab jetzt die Interviews mit genau den Künstlern und wir machen sie auf der Backspin-Seite. Punkt. Mit mir? Ja, du machst die Interviews. Aus, du machst die Interviews. Komm, immer dieses... Mit wem? Ja, du bist in unserer Runde auf jeden Fall hier nicht nur Hater Number 1, auch Number 2 und Number 3. Ich kann auch positiv sein. Ja, und jetzt drehen wir den Spieß um. Du machst ab jetzt... Komm, du kriegst eine ganze Kolumne. Du machst einen ganzen Bereich. Geil, Alter. Bin ich jetzt aufgestiegen bei Backspin? Du führst jetzt... Richtig Front, oder werde ich aufsteigen? Geil. Stellst jetzt Indie-Bands vor. Das wer würde mich aktiver freuen. Aktiver Austausch. Ich gebe dir, pass mal auf, wir machen das so. Du gibst mir eine Plattform. Ich gebe dir jede, weil ich weiß ja nicht, wie gut du wirklich schreiben kannst. Wenn es daran hapert, aber du gibst aktiven Impact auf einen aus meinem Redaktionsteam und tausch dich mit ihm aus und sagst ihm, berichte mal darüber, guck dir das an. Oder du schreibst es selber. Ich geb vielleicht ein paar Tipps, wo was cool ist, Release ist hier und da. Das muss schon mehr sein. Nicht immer dieses, das ist ganz cool, find es raus. Hey, ich mach auch gerne Interviews und arbeite das aus. Du musst 3 Schritte weitergehen. Du musst auf jeden Fall... Ja, machen wir. Wir probieren das aus, ob ich dafür geschaffen bin. Ja, ganz ehrlich, weil... Alter Schwede. Ich glaube, wir finden hier erstmal ein Ende, sonst ist unsere Sendung gleich vorbei. Nee, scheiß drauf, jetzt können wir auch so weitermachen. Wir haben noch 12 Minuten, die können wir auch noch über das Thema reden. Was war eigentlich der Ursprung der ganzen Veranstaltung? Der Ursprung war, dass wir irgendwie... Ach stimmt, das ist ja alles das Gleiche. Klo und Kasper ins Gesicht springen. Alter, Digga. Vor allem Vollpfosten. Alter, weißt du was, das ist echt so... Das ist so allein von der Rhetorik, ist das so krass. Ich liebe dich genau für diese Hip-Hop-Open-Minded Attitude, die du immer verkaufen willst und dabei ist es manchmal so nah an Jo, Knüppel drauf und triffst eh immer den richtigen. Knüppel aus dem Sack ist immer richtig. Nein, Mann, Alter. Schon erst recht, wenn irgendwie Crow und Kasper als Hip-Hopper verkauft werden. Weißt du, das Problem ist ja, und das ist ja das, woran Hip-Hop-Journalismus krankt. Das ist ja auch klar, es krankt daran, weil es eine zu große Abhängigkeit gegeben hat oder gibt, weil
die Finanzierungsmöglichkeiten für Journalismus generell ein Problem sind. Überlegt doch mal, aus der guten alten Zeit, als ihr euer Hip-Hop-Magazin aufgemacht habt, wo die Zeit noch cool war. Was glaubt ihr, wie hat die Redaktion denn damals ihre Kühlschränke gefüllt? Glaubst du, die Brötchen haben sich irgendwie die Brötchen erbreakt, oder es ging um Werbung und es ging um Einnahmen und das war einfacher, ja. Weil du konntest Hefte verkaufen, hast Geld gekriegt, Werbung, Geld gekriegt, oh, so klar, ich konnte schreiben. Gibt's heute beides nicht mehr. Ja, also es kommt, also nur mal so, wir bringen es jetzt zum Ende. Oder du sagst wieder, ich weiß nicht, wie es ist, ich kenne die Backgrounds nicht, aber es kommt mir halt immer so rüber, es werden halt Sachen da auf den Seiten dargestellt, auf vielen Seiten, nicht nur bei Backspin, auf vielen Seiten, wo ich denke so, ah cool, da sitzt ein Major, der schiebt Kohle rüber und schon sind sie auf der Seite gelandet und ein Indie-Label kann sie es halt auch nicht leisten, aber egal. Und was meinst du, wie früher die Werbeseite in einem Magazin ausgesehen hat? Da wurde ey, Platte, kommt am 26. August, kauf sie. Ja, natürlich. Das ist doch nichts anderes. Ich sage euch, was das Problem ist. Das Problem ist, dass die Musik früher auch massentauglich für uns, für Basement, für mich und auch für dich, dope war. Du konntest das hören, auch wenn du sagst, ich mag... Das ist das Grundproblem bei euch XY nicht. Aber der Sound war trotzdem irgendwie funky und soul, weil sie nach dem Schema ihre Musik, ich rede jetzt nur von Rap, okay, erstmal, weil sie ihre Rap-Musik nach der Formel gebaut haben, so wie Bass und ich sie immer noch lieben. Und das ist der Vorteil, den wir vor 20 Jahren hatten. Vor 20 Jahren haben wir auch Sachen gedisst und gesagt, ey, hier Puffy und Mace und der Wolf, das sind alles irgendwie Spacken. Aber wenn du jetzt die Musik nochmal hörst, sagst du, ey, normal, die haben auch Kool & The Gang gesampled, weißt du? Und die haben genau das Gleiche gemacht, okay, ein bisschen Sing-Sang, aber von der Produktion her und vom Sound her war das genau das, was wir trotzdem gefeiert haben. Es war nicht so weit weg. Nur die Musik und alles, dieser ganze Hype, der jetzt entsteht und das, dieser ganze Hype, den Bass auf den Homepages sieht, das passt nicht mit dem Sound zusammen, den wir immer noch erwarten. Und da ist aber das eigentliche Problem. Das nämlich meint, also dann sind wir wieder bei dem Kern von Love and Hate. Ja. Deswegen sagt der Bass auch, dass Crow und Casper kein Hip-Hop ist. Weil ja, sie halt den Sound aber, nicht aber, guck mal, ja, Digga, aber da kommen wir schon wieder zu der Grunddiskussion. Das dürfen wir jetzt nicht so weit ausüben lassen. Weil ich das große Ganze betrachte und ihr von dem Standpunkt von einem Leuchtturm aus, wo aus der guten alten Zeit und sobald das Sound schon nicht mitspielt, im Prinzip das Thema schon gestorben ist. Hm. Wie viel Hip-Hop-Crow jetzt wirklich ist oder nicht, das müssen das wir an dieser Stelle nicht aufmachen. Ich will das geht aber schon einen Schritt zu weit, was Dan sagt, in meinen Augen. In deinem dritten Auge. Dan hat es vorhin ganz gut gesagt, das Verhältnis. Ich bin kein absoluter Hater und kein Hasser von 187 und Kollege und schieß mich tot. Nur deine Kommentare auf Facebook sagen wir mal. Aber das ist das Verhältnis. Mir gefällt das Verhältnis einfach nicht. Genau, ich denke, wenn die Balance da ist, ist es auch für Bass vollkommen cool. Und für mich auch ist es vollkommen egal. Du kannst mir XY-Künstler hinstellen, der kann sagen, er ist der Derbste, er hat die größte Cojones. Das ist vollkommen egal, das juckt mich nicht. Solange er sich ein bisschen mit der History befasst hat. Weil es ist echt nicht schwer, sich mit der History ein bisschen zu befassen. Und das nicht einfach so auszublenden. Das ist ja dieses Grundproblem, warum wir diese moderneren Sachen nicht so feiern, weil die Leute einfach nichts in ihren Tracks erwähnen. So ein bisschen mal so, ey, alte Zeit, oder wenn du in Interviews vielleicht mit denen redest, dann wirst du mit einem, weiß ich nicht, XY-modernen Rapper nicht die gleichen Themen behandeln wie mit Bass und mit mir, weil du weißt, mit Bass und mit mir kannst du über Hip-Hop im Allgemeinen reden. Mit den Rappern kannst du meistens solange über 1900 vorne Pro. Dran steht. Ach Quatsch, mit mir könntest du auch ein 187-Ding machen. Ach, du bist ein Spinner. Aber darauf will ich halt irgendwie hinaus. Du kannst mit den Leuten nicht die gleichen Themen besprechen, weil sie einen ganz anderen Hintergrund haben. Und ich erwarte nicht auch von einem 19-Jährigen, dass Dicker, der alles weiß. Aber jetzt überleg dir mal, wie die Website aussehen müsste, die 2017 Hip-Hop im Ganze vernünftig spiegelt, um zeitgleich auch euch ignoranten alten Säcke von der äußersten Ecke auch mitzunehmen. Sag ich dir jetzt. Du kriegst jetzt die Antwort. Jetzt kommen wir nicht wieder mit dem Hip-Hop. Wir sind bei rap.de, weil da war gestern Casper und Crow. Wir nehmen einfach auf der Titel... Wie geil, dass wir die komplette Sendung jetzt haben. Du machst die Seite auf und anstatt... Wir nehmen Crow, lassen wir drin, der darf draufbleiben. Ach, Casper aber nicht. Casper geht weg. Digga, und dafür... Casper ist der größte Hip-Hop-Nerd auf dem Planeten. Ich finde Casper auch doof, ja. Na, pass auf. Da geht's ja schon los. Hör mal auf jetzt. Wir nehmen Casper trotzdem weg und packen dann dafür Chess One rein von Daily Concept. Und schon ist das Gleichgewicht hergestellt. Alleine schon durch diese Gegenüberstellung, weil da trifft Bass auch den Nagel im Kopf. Allein durch diese Gegenüberstellung, dass man sieht, wow, krass, wir haben jetzt jemanden wie Chess One auch ja, okay, Digga, weißt du was? Gleich auf einfach ein bisschen auf backspin.de und guck dir nicht immer nur die verkackte Startseite an. Digga, das ist so... Aber darum geht's auch, Startseite.
Nein, eben nicht. Geht's um, ist das dein Ernst, Alter? Geht's um Startseite? Also bam, was kriege ich als erstes geliefert? Was ist denn? Das ist die Bildzeitung. Auch Startseite. Guckst auf die Startseite. Ja, Dicker, du redest gerade Bildzeitung, Alter. Ich dachte, wir reden hier ja, über, was erwartet über differenzierte mich? Was erwartet mich, wenn ich Crow Materia Dings auf der ersten Seite sehe, denke ich so. Aber da er hat, da auch wieder, er hat nicht so Unrecht. Da dicke ich gar nicht weiter, weil ich, wenn ich die Unrecht. Wenn ich die auf der Startseite sehe, dann will ich gar nicht weiter dicken. Eigentlich wäre es das Beste, wenn man die Seite dann geh auf, hat. Dann mach bbasebastelwelt.de auf. Hat man Arsch in der Hose die Startseite. Und macht ein Dude 26 auf die Straße. Hat man Arsch in der Hose, Digga. So ein Bullshit, natürlich ist der da. Mach doch linke Seite neuer Kram, rechte Seite Indie-Kram. Und das wäre die perfekte Balance. Dann sind so alle Leute glücklich. Dann hast du zwar noch weniger Einnahmen, aber was soll's, ey. Wenn du später an den Sarg springst, dann sagst du, ey, dafür hat es sich gelohnt. Richtig. Siehst du? Ich finanziere dich auch. Mit wir machen Crowdfunding und dann machen wir ein. So ein Bullshit nochmal, es findet da alles statt. Vielleicht sollten wir die Zuhörer mal entscheiden lassen. So genau, was wollen sie? Ja, nee, was wollen sie nicht? So ein Poll. Was sagen wir gleich? Mehr News oder mehr Andy? Nein, Jungs, aber. Ja, weißt du, was da das Problem ist? Dass du es ja nie jemandem recht machst. Wenn ich mich mit euch unterhalte, dann sagt ihr, hört mal auf mit Crow und Casper, mach mal ein bisschen mehr Indie-Kram. Dann unterhalte ich mich mit dem jungen Typen, ey, lass mal mit dieser alten Scheiße, diese ganzen hängengebliebenen Idioten, die braucht eh kein Mensch mehr. Ja. Lass die mal weg, brauchen wir nicht irgendwie sowas alles. Und dann stehe ich in der Mitte und versuche irgendwie zu überlegen, welche Variante jetzt die richtige ist. Es gibt nur die eine Variante, die du für richtig hältst. Ja, genau. Und das ist das. Als Journalist. Ja, und das ist das. Und das ist das, was ich mit Backspin mache. Und das, was ich, also da muss man auch nochmal sagen, meine Redaktion ist ja riesengroß und ich habe mit der Website und den Inhalten gar nicht mehr so viel zu tun. Ich steuere da nur. Du kannst mich klar messen an dem, was ich bei Backspin TV mache. Und da guckt ihr mal meine letzten 20 Folgen an und das Verhältnis zueinander, welche Themen ich wie bearbeitet habe. Und dann bin ich teilweise der Einzige, der Künstler A oder B nimmt, weil es mir für den Kontext wichtig ist, dass er stattfindet. Ja, bei Backstone FM ja auch so. Da ja, sind wir ja genau. Auch wunderbar bunt und aufgestellt. Das ist genau dasselbe. Und deshalb, wir bräuchten jemanden wie Base. Das ist der Grund, warum ich... Aber ich hab ja... Wir brauchen jemanden wie Base. Ich habe die Homepages angesprochen. Wir sind jetzt nicht bei Videocontent oder irgendwas anderem. Ja, brauchen jemanden wie Base. Wie er sich jetzt rauswindet. Der Nachrichten postet. Der sagt, ein neues Independent-Album von XY ist draußen. Ja, aber das ist ja jetzt geklärt. Das ist ja jetzt geklärt. B-Base ist ab morgen Redakteur bei Backspin und... Ne, ich will ja Redakteur bei Rap.de und bei HipHop.de und bei Rap Update. Scheiß und auf die... Scheiß... Weil Scheiß. Die gehen mir also richtig auf den Sack. Aber deine einzige Aufgabe muss es in dem Fall einfach sein, dein Haus, das Backspin-Haus, einfach so sauber halten und vernünftig machen. Weil dann, und das ist das, was ich auch halt für mich immer sage, kann ich in den Spiegel gucken. Und das, was ich mache, das kann ich vertreten. Und solange ich das vertrete, dann ist cool. Und dann kann gerne wie du jemand kommen und sagen, Scheiße, du hast eine Crew und Casper auf und Dings. Ja, fick dich, Alter. Das ist einfach das, was heute in meinen Augen in der Form, wie ich meinen Hip-Hop-Journalismus mache, vertretbar ist. Ich würde sogar was Neues über Specs schreiben. Ja, ich freue mich drauf. Ich mache auch das nächste Specs-Interview wieder gerne. Ich mag das gerne, weil ich das auch einfach schön finde, weil ich diese Typen spannend finde. Die Frage ist ja, da geht es ja aber auch schon los. Machst du ein Video-Interview? Machst du ein Audio-Interview, machst du ein schriftliches Interview und sobald du das schriftliche Interview machst, fühlt sich heutzutage der Künstler ja auch schon schlecht behandelt. Unterbewertet. Ja, das ist einfach Fakt. Das ist einfach weil so er Problem. Sagt, er möchte mit seiner Fresse im Oh, ich Video möchte sein. Aber gerne Video. Oh, bin ich nicht mehr wert Vor oder die was? Diva. Oh Mann. Auf Videos guck mal, wie viele Minuten haben wir noch? Wollen wir noch einen Song hören oder so? Ja, wir machen das jetzt so, zwei Digga. Minuten haben wir noch. Zwei Minuten 26. Wir haben hier 40 Minuten über ein Thema gesprochen. Ich liebe euch, Jungs. Jetzt wünsche ich mir einen Song. Oder stoppen wir das Ganze und nehmen neu auf. Nee. Bei, hier, Dan. Ist doch live hier. Dan. So, erzähl, was zu hören. Was hast du denn so? Was hast du denn so da? Was kann ich denn mal hören? Ich dachte, wir haben Songs vorbereitet. Hast du was von Specs? Ja, normal. Ja, mach mal. Zeig mal. Mit Leib und Seele von Specs. Oder Popshots, die alte Version. Nee, ich hätte gern mit Leib und Seele. Mit Leibmusik habe ich nicht, warte mal. Popschutz? Ja, Popschutz. Aber dann den Showbiz-Remix. Ja, mach mal Showbiz-Remix. Okay. Popschutz, Specs. Das war's mit Love and Hate. Und ganz ehrlich, für die erste Folge hätten wir Love and Hate nicht besser ausdiskutieren können als so. Wir haben ja noch lange nicht ausdiskutiert. Scheiße. Treffen wir uns dann nochmal zum zweiten Teil oder war das jetzt schon? So, Dicker.
Das war mir jetzt schon eine Freude, ein inneres Blumenpflücken mit euch. Das wird lustig. Problem sehe ich nach wie vor, dass wir uns an einem bestimmten Kernpunkt immer im Kreis drehen, weil du immer davon redest, Dan, dass solange kein Soul in der Mucke ist, eh alles Kacke ist. Du immer davon erzählst, solange Kommerz ins Spiel kommt, ist das eh nicht mehr Hip-Hop und ihr sollt euch alle ficken. Und ich in der Mitte stehe und denke mir, Jungs, wenn wir 2017 Hip-Hop-Journalismus machen wollen, wir sind alle keine 15 mehr. Ja. Und das ist das Problem. Aber kein Problem wird nämlich die nächste Folge. Da gibt es einen 12-Finger-Mix. Also richtig independent als Ausgleich für die 40 Minuten, die wir uns jetzt hier um die Ohren geredet haben. Ich liebe euch. Dankeschön, Jungs. Das war mir eine Freude. Danke euch da draußen. Ja, mal gucken. Vielleicht habt ihr diese Folge gehört oder gesehen und habt was dazu zu sagen. Dann Shitstorm. Bitte jetzt den Shitstorm. Ach, Dicker. Shitstorm habe ich schon. Wer sind diese beiden Vögel, ey? Die sollen sich verpissen. Wird überall stehen. Okay, also wir haben noch 30 Sekunden. Ich glaube, wir können noch jemanden grüßen, oder? Dann ist der Song auch schon vorbei. Dann spielen wir Specs nächstes Mal einfach, ja. Dann machen wir wenigstens irgendwas da. Nee, da kommt noch Scheiße. Kriegen wir. Dann lassen wir auch Specs weg. Specs weg. Ich grüße Jusek Waxman, den besten Hund auf dem Planeten. Ich hab euch lieb. Ja, ich euch auch. 20 Sekunden noch. Die lassen wir noch auslaufen. Die lassen wir noch. Lassen wir den Beat noch auslaufen. Dann mache ich ganz kurz noch. Kann ich noch schon einen Anruf machen nebenbei? Das wäre auch ganz gut. Also, okay. Love and Hate, erste Folge. Und ihr wisst, wie es weitergehen wird in den nächsten. Also, bis dann. Macht's gut. Ciao. Mehr Hits, Baby. Mehr Hits.